doch mal einen Witz erzählen, wenn ich wieder da bin. Ihr habt auch gerne die Freigabe, ihr dürft den Witz auch aus diesem Video rausschneiden und überall hochladen. Dürft ihr gerne machen. Hat was mit der Wüste, mit Afrika zu tun, ne? Und mit einem Bremen-Fan. Oh, Leute, was ist los mit euch hier? Das ist ja unfassbar. So, also, das jetzt hier dürft ihr gerne aus dem Video rausschneiden und könnt ihr überall verbreiten, ne? No hate, no front, also... Pass auf, da steht ein Elefant, ja, in der Wüste, an der Oase, an so einer Wasserstelle und trinkt. Und dann kommt ein Löwe, stellt sich daneben und der Elefant trinkt. Und dann sagt der Löwe, du Elefant, darf ich mal was fragen? Ja, was denn? Ja, darf ich dir mal hinten so schön mal hier mit dem Lappen einmal raus und mal so hinten über dein hinteres Loch mal rüber lecken, so einmal der Länge nach. Und dann guckt der Elefant und sagt, Alter, was ist mit dir nicht richtig? Ja, mach doch. Naja, und der Löwe holt seinen Lappen raus und bedankt sich dann auch ganz freundlich beim Elefanten. Nächsten Tag steht der Elefant wieder dort, trinkt wieder Wasser, kommt der Löwe wieder und sagt, du Elefant, also ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich würde gerne nochmal. Ne? Sagt der Elefant, Digga, was ist los mit dir, Alter? Du, irgendwas stimmt doch mit dir ganz gewaltig nicht, aber gut, wenn es dich glücklich macht. Aber nur noch das eine Mal, sagt er. Ja, danke, sagt der Löwe, hol den alten Lappen da raus, den Lecklappen und einmal hinten schön am Moors längs, ne? So, dritten Tag, der Elefant wieder an der Wasserstelle und dann sagt er, also kommt der Löwe auch wieder und dann sagt der Löwe wieder, also ganz ehrlich Elefant, tut mir leid, auch wenn du gestern gesagt hast, war das letzte Mal einmal, bitte nur noch ein einziges Mal. Und dann sagt der Elefant so, und jetzt ist Schluss, mein Freund, jetzt ist Schluss hier, ich so ein Blutdoktor, kann wohl nicht wahr sein, wie du bist mit dem Schwanz rum und sagt, nein, jetzt darfst du mir hier nicht mehr über den Moors lecken. Erstmal sagst du mir, warum überhaupt? Sag mal, hast du einen Fetisch oder was ist dein Problem? Und sagt der Löwe, nein, habe ich nicht, aber ich habe vor 3 Tagen so einen Werderhorner gefressen und ich werde den scheiß Geschmack nicht mehr los. Liebe Grüße an alle Werderhorner da draußen, ne? So, okay, also...